Servus miteinander. In diesem Video schauen wir auf den Geltungsbereich der allgemeinen deutschen Spediteurbedingungen. Sprich, auf welche Art von Verträgen können die ADSP angewendet werden bzw. diesen zugrunde gelegt werden. Zunächst einmal ist natürlich ganz grundlegend, dass die allgemeinen deutschen Spediteursbedingungen Verträge zugrunde gelegt werden können, in denen der Spediteur als Auftragsnehmer aktiv wird. Und zwar in vier unterschiedlichen Arten von Geschäften sozusagen. Das ist das Speditionsgeschäft, das ist das Frachtgeschäft und das Lagergeschäft. Außerdem auch speditionsübliche logistische Leistungen, wie zum Beispiel Kommissionieren oder Etikieren. Aber hier eben ganz wichtig die Einschränkung bei diesem vierten Punkt. Immer nur dann, wenn solche speditionsüblichen logistischen Leistungen getan werden, im Zusammenhang mit der Beförderung oder Lagerung. Sprich, wenn ich jetzt einen Vertrag abschließen möchte, ausschließlich über Kommissionieren, wäre das hier nicht zutreffend, sondern im Zusammenhang mit einer Beförderung oder Lagerung. Außerdem gibt es explizit auch Bereiche, wo die allgemeinen deutschen Spediteurbedingungen nicht angewendet werden können. Und das können wir unterteilen, zum einen in gewisse Geschäfte, wo es nicht zugrunde gelegt werden kann, zu Geschäftsarten, und zum anderen mit gewissen Vertragspartnern von Spediteuren. Rollen wir mal an dieser Stelle das Feld von unten auf. Und zwar die Vertragspartner. Wenn eine Spedition einen Vertrag mit einem Verbraucher, also mit Nichtkaufleuten, ja quasi Privatpersonen abschließt, dann können die allgemeinen deutschen Spediteursbedingungen solch einem Vertrag nicht zugrunde gelegt werden. Und dann kommen wir auch schon zu den Geschäften, bei denen die ADSP nicht zugrunde gelegt werden können. Das sind Verpackungsarbeiten, wie vorhin schon eben gehört, wenn sie eben nicht mit Beförderung oder Lagerung in Zusammenhang stehen. Dann die Beförderung oder Lagerung von abzuschleppenden oder zu bergenden Gut, also zum Beispiel, wenn ein Auto irgendwo liegen geblieben ist. Auch nicht bei der Beförderung oder Lagerung von Umzugsgut. Auch nicht bei der Lagerung oder Digitalisierung von Akten, auch nicht bei Kran- oder Montagearbeiten, genauso wenig wie bei Schwer- oder Großraumtransporten. Zusammengefasst ist also wirklich wichtig, dass die ADSP dann zugrunde gelegt werden können, wenn der Spediteur als Auftragnehmer aktiv wird. Außerdem können sie nicht zugrunde gelegt werden, wenn Verträge abgeschlossen werden mit Nichtkaufleuten, also Verbrauchern. Und wir haben uns gewisse Geschäfte angeschaut, wenn die ausschließlich Vertragsbestandteil sind, also das waren diese Geschichten wie Kran- oder Montagearbeiten oder Verpackungsarbeiten, wenn diese eben ausschließlich Vertragsbestandteil sind, dann können hier die ADSP auch nicht zugrunde gelegt werden.